aktivierende Pflege. Was ist das genau und was beinhaltet sie? Mehr dazu in diesem Video. Aktivierende Pflege, welche auch als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnet wird, soll der zu pflegenden Person dabei helfen, die eigene Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern und zurückzuerlangen. Dafür wird der Pflegebedürftige so weit wie möglich dazu motiviert, seine alltäglichen Aktivitäten selbst zu bewältigen. Dabei hat er die Möglichkeit, von Pflegepersonal unterstützt zu werden. Welche Aufgaben bei der aktivierenden Pflege ausgeführt werden, ist bei jedem Patienten individuell. Bei der Körperhygiene beispielsweise wird der Patient zum selbstständigen Waschen motiviert. Bei Bedarf wird der Pflegebedürftige von der Pflegekraft jedoch körperlich gestützt oder die Hand wird leicht geführt. Auch beim Essen oder Trinken wird vermieden, dass der Patient vollständig gefüttert wird. Hierbei kann durch das Führen der Hand geholfen werden. Eine Überforderung des Pflegebedürftigen ist hierbei dringend zu vermeiden, da diese dem Selbstbewusstsein schaden und somit den Patienten langfristig demotivieren kann. Zwar kann eine professionelle Pflegekraft aufgrund des Fachwissens und der Beherrschung von Pflegetechniken nicht gleichwertig durch einen Laien ersetzt werden, jedoch fühlen sich die Pflegebedürftigen in ihrem Zuhause meist deutlich wohler. Falls Sie daher Ihren Angehörigen selbst pflegen möchten, sind einige Punkte zu beachten. Für die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten stehen Ihnen Pflegekurse zur Verfügung. Die Kosten dafür übernimmt meist die Pflegekasse. Zudem sollten Sie zuerst mit dem zuständigen Arzt über die körperlichen Einschränkungen des Pflegebedürftigen sprechen, um die Pflegemaßnahmen besser anpassen zu können. Außerdem müssen gerade Angehörige speziell darauf achten, dass sie den Pflegebedürftigen bei der Ausführung der eigenen Pflege mit einbeziehen und die Aufgaben nicht aus Hilfsbereitschaft vollständig übernehmen. Eine Absprache mit dem Pflegebedürftigen ist auch ratsam, um regelmäßig herauszufinden, welche Aufgaben er selbst erledigen kann und wobei er Hilfe benötigt. Es kann auch dazu kommen, dass Pflegebedürftige sich durch die aktivierende Pflege vernachlässigt fühlen, da sie nicht nachvollziehen können, warum sie die Aufgaben selbst übernehmen sollen. Dem Patienten sollte also exakt erläutert werden, warum er bei der Ausführung mancher Aufgaben mithelfen soll. Aktivierende Pflege erfordert Geduld. Versuchen Sie jedoch, Ihren Angehörigen so viel wie möglich selbst erledigen zu lassen. Wenn ihr selbst keine Zeit habt und auf der Suche nach einer Pflegekraft seid, ruft uns gerne unter unserer Hotline 0800 123 0401 an. Wir helfen euch kostenlos weiter. Habt ihr noch mehr Fragen zu der aktivierenden Pflege? Schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Abo-Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mein Name ist Manon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter.